Oh, gerade ist aufgewacht. Oh, hallo Sohnemann. Ach, der pennt noch ein bisschen. Ach, das kenne ich ja irgendwo her. Sieht nur ein bisschen anders aus. Ach, hoffentlich stütze ich nicht noch einmal ab. Sohn stütze ich ab. Ich glaube, wir stützen ab. Yay, was für eine Überraschung. Oh, da ist einer gerade weggeflogen. Ich habe Gras gesehen, das kann man rauchen. Und ich habe mir wehgetan. Ich leg mich nochmal hin, ja. Ich muss an. Ich muss von Gras träumen. Ah, du schon wieder. Ja, du kennst ja deine Mission. Nur mit dem Unterschied, dass ich den Jungen diesmal nicht abholen kann, ne? Also nimm den einfach mit, behalt den und gut ist, ne? Ich lese mir nochmal währenddessen die Touch-Zeitschrift durch. Und dann sage ich nochmal gute Nacht. Oh, direkt schon aufgestanden. Ich muss gar nicht erst aufstehen. So, einmal fressen, einmal Medizin schlucken. Gegen die Kopfschmerzen mal wieder, ne? Ich habe wieder zu viel von der Touch-Zeitschrift gelesen. Ein Pedometer haben wir auch. Den packe ich gleich mal ein. So, alles mitnehmen, was es gibt. Ja, der tolle Fuß, der ist wie immer auch hier. Sehr schön. Und damit herzlich willkommen. Ja, mal wieder zu The Forest. Aber diesmal nicht den normalen Forest. Richtig, es ist mal wieder Zeit für eine klassische Runde, habe ich mir gedacht. Weil, ganz ehrlich, zum 10-jährigen Jubiläum müssen wir das nochmal ein bisschen feiern hier. Habe ich mir einfach gedacht, ich nehme einfach mal ein paar Folgen auf. So 5, 6 Stück vielleicht, wo wir ein bisschen unseren Spaß in der alten Version nochmal haben werden. Und ich denke mal, den werden wir auf jeden Fall haben, weil das ist ja ein bisschen anders als das heutige. Ich werde das, glaube ich, als Staffel 4 hinschreiben, weil wir haben ja im Grunde genommen, ist ja klar, vor fast 4 Jahren hat er eigentlich alles mit dem alten Forest als LP angefangen. Ne, ihr wisst es ja, Staffel 1, Classic Forest. Ne, damit habe ich ja damals meinen Kanal mit LPs ja gestartet. Zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal, zu The Forest. Und das ist nicht das stinknormale The Forest, nein, nein, wir spielen eine etwas ältere Version von T-Foresters. Mit dieser Version und auch hier sind wir nun wieder in genau derselben Version wie damals. Ne, Staffel 1, 25 Folgen hatte die, glaube ich. Dann kam irgendwann. Oh, es fängt an zu regnen, na super. Dann kam irgendwann Staffel 2. Die hatte, glaube ich, dann nur 3 Folgen oder so gehabt. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Dann kam für lange Zeit nichts zum alten Forest. Ja klar, weil großartig krass, wie kannst du jetzt auch nicht machen, im Gegensatz zu dem heutigen. Ne? Aber es fühlt sich halt auch nochmal an wie so ein eigenes Spiel zum Teil, weil es ja auch nochmal anders ist. Staffel 3 bestand eigentlich nur aus einer Folge, wobei ich die auch ein bisschen länger machen wollte. Das war mal so eine Feiertags-Special-Folge und wollte eigentlich daraus ein paar Folgen machen. Daraus wurde eigentlich nichts. Und ja. Wobei im Grunde genommen gibt es eigentlich schon eine Staffel 4. Das war mal so ein Livestream-Special gewesen. Aber ja, dann ist es mal wegen Folge 2 von Staffel 4 meinetwegen. Ja, keine Ahnung. Oder muss ich mal gucken, als was ich das schreibe? Ich weiß es noch nicht. Ja, ich werde das einfach mal ein paar Folgen aufnehmen, ne? Weil ich habe ja mit in der Zeit ja wieder so viele neue Zuschauer mit dazu bekommen. Ja, das war ja damals, glaube ich, bei meinem 50-Abo-Special. Und mittlerweile habe ich ja über 250, ja. Also, da hat sich um einiges was getan. Und ich denke mal, da kann man sich diese Version nochmal angucken. Ne, für die Leute, die das alte Forest auf meinem Channel noch nicht gesehen haben. Ja, damit hat alles angefangen auf meinem Channel. Und das ist echt schön, wieder hier zu sein. Es fühlt sich anders an, es sieht anders aus, die Insel ist anders, die Gegner sind zum Teil anders. Ja, das Gras ist auch anders, ne? Und wir haben auch die guten Lurche, die rennen nicht sofort weg. Guck mal, der bleibt nochmal stehen für uns, danke dir. Und in dieser Version ist natürlich Lurchrüstung das A und O, das wissen wir.
Und ich freue mich wirklich wieder hier zu sein. Ja, lange Zeit hat diese Version nicht wirklich funktioniert, weil es irgendwie. Ja, es gab da so einige Probleme mit. Aber jetzt funktioniert es zum Glück einigermaßen wieder, weil ich vorhin auch. Ja, was das vorhin vor ein paar Stunden eine 20 Minuten Testaufnahme gemacht habe. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, wenn schon 10 Jahre Forest, dann auch richtig. Ja, machen wir es einfach mal so, wie ich damals angefangen habe. Wenn das schon mit der Testaufnahme geklappt hat, dann mache ich es einfach so, so wie jetzt. Und ich muss zugeben, es sieht richtig schön aus, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Und ich muss gestehen, ich finde die Bäume vom Nahen in der alten Version viel schöner als in der neuen. Muss ich ganz echt zugeben. Ja, guck dir mal die Nadeln an. Guck dir die einfach mal an. Das sieht doch schick aus, oder nicht? Ja. Oh, und guck mal, da oben rennt schon Kannibalen, glaube ich, lang oder Eingeborene. Ich bin mir nicht so sicher. Das Problem bei der alten Version ist, die ich habe. Eingeborene können schon relativ früh spawnen. Das heißt, wir müssen richtig schnell aufpassen. Ja. Oh, guck mal, da drüben haben wir schon Besuch. Das ist eine eingeborene Frau. Lass uns mal ein bisschen weiter untertauchen. Und ich hoffe, das Ganze gefällt euch, ja. Also wenn euch das gefällt, dann lasst euch gerne eine Bewertung da, einen Daumen nach oben, wie auch immer. Und da ich ja vor kurzem ja nochmal kurz in meine alten Folgen reingeguckt habe, dürfte das hier der Standort sein, wo ich damals angefangen habe. Vor fast 4 Jahren. Hier hat wirklich alles begonnen, hier in dieser Gegend. Ich weiß aber nicht, ob ich hier gerne nochmal bauen würde, weil wir da drüben das Dorf am See haben. Und hier gab es halt immer wieder mal Besuch. Aber an sich finde ich die Gegend recht interessant. Wobei ich natürlich noch eine andere Idee hätte, wo wir bauen könnten. Ich müsste die halt nur mal finden. Aber das Problem ist halt, die Insel sieht halt anders aus, ne? Guck mal, da kommen sie schon. Da kommen die ersten Herren und Damen. Also die richtige Truppe kommt da oben. Die Eingeborenen schreien übrigens auch anders als in der heutigen Version. Also ich hoffe, das hört man vom Sound auch her. Da gehen sie gerade lang. Wir müssen hier aufpassen. Wir können nicht einfach direkt zuschlagen. Die sind hier um einiges härter. Ne? Ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung mit dieser Version, also mit dem alten Forest, weil ich da schon ein bisschen rumgespielt habe. Ja, also ich bin in Forest schon ein etwas älterer Hase. Ich spiele ja generell schon seit der Alpha. Ja, also nicht seit dieser Version, sondern erst seit irgendwas im 30er-Bereich spiele ich Forest. Da gab es aber die Story noch nicht. Und da gab es, also der Krater sah, wo ich damals angefangen habe, mit Forest zu spielen, da sah der Krater auch noch anders aus. Kann ich schon mal sagen. Okay, die ganzen Leute gehen alle woanders hin. Okay. Aber wir müssen auch aufpassen, das Spiel läuft nicht so stabil. Da gibt es immer noch einige Probleme. Ja, und wir müssen halt auch wegen dem Speichern aufpassen. Das ist halt so die Sache. Weil früher war das normal gewesen, dass er den Spielstand nicht immer gespeichert hat. Da musstest du immer wieder von vorne anfangen und wir wurden sofort entdeckt. Na toll. Ah, da wir im alten Forest sind, können wir für Massenprügeleien sorgen. Ja, gucken wir einfach mal. Die verprügeln sich immer sehr gerne. Oh, ein Lurch. Oh, Moment, ein Lurch. Ja, ein Lurch. Kann man gleich mal zum Schnabulieren nehmen. Was ist denn los? Ich hab dir doch nichts angetan. Ich bin doch erst. Oh, wir sind schon seit 8 Minuten hier. Okay. Also, naja, nicht seit 8 Minuten auf der Insel, aber seit über 5 Minuten. Ich glaube, der ist weggerannt, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Folgen so entstehen werden, aber ein paar werde ich machen. Und das kann natürlich auch sein, dass wir auch einmal wieder von vorne anfangen müssen, wenn ich das nächste Mal eine neue Aufnahmesession mache, das weiß ich nicht. Aber wir probieren wieder mal ein kleines Shelter zu basteln. Die Hauptaufgabe hier. Ich denke mal, wir werden auch nochmal einmal ein Baumhaus bauen. Warum liegt denn eine Medizinflasche auf dem Boden? Sehr komisch. Besonders nachts wird es interessant werden. Wir werden auch nochmal in eine Höhle reingehen, damit wir uns auch nochmal die alten Höhlen angucken werden. Stimmt, und ich kann diesmal nicht gedrückt halten. Wir sind ja nicht bei Sons of the Forest. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal nach Sons of the Forest, glaube ich, dass ich wieder hier drinnen bin. In dieser alten Version, oder? Ah, ich weiß es gar nicht. Da muss ich nochmal nachgucken, wann das 50-Abo-Special war.
Das weiß ich halt nicht mehr. So, und Bäume fallen ja auch total random. Ja. Aber man kann hier glücklicherweise auf Bäume raufspringen. Ja, also ich weiß halt nicht, wie gut das hier ankommen wird, aber ich mache das einfach mal. Weil ganz ehrlich, das kann man mal wieder machen. Ist mal was anderes. Ja, und auf Sons of the Forest muss ich sagen, habe ich momentan irgendwie nicht so die krasse Lust. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mir nicht so krass danach gerade. Nächste Woche sieht es bestimmt wieder anders aus, aber jetzt momentan so die letzten 2-3 Tage war mir nicht so wirklich danach. Nach Sons of the Forest, gebe ich zu. Ja. Weil irgendwie habe ich irgendwie momentan eher mehr Bock auf den ersten Teil wieder bekommen. Ja, weil es halt auch nochmal irgendwie anders ist. Ja. Ist halt irgendwie komischerweise so. Aber na gut, mit Forest hat er halt mal alles angefangen. Und diese Version von Forest, die kennen heutzutage die meisten gar nicht mehr. Ja, wir haben auch lustige Bugs hier. Das wird sehr, sehr lustig werden, so wie das hier. Also diese Version von Forest, die kennen die meisten heutzutage leider nicht mehr. Ja, die meisten haben halt Forest erst durch den offiziellen Release mit PlayStation so erst kennengelernt. Aber das alte, das kennen die alle gar nicht, was echt schade ist. Die kennen jetzt so das originale Forest-Feeling, das ist, ja, da kennen die meisten halt leider nicht. Aber dafür bin ich ja da, ne? Um euch das mal ein bisschen näher zu bringen. Also ich bin halt schon gefühlt wie so ein... Also ich weiß halt wirklich vieles über Forest. Ja, aber Sons of the Forest sollte man eher lieber den Dave fragen. Er hat sich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt als ich. Aber ich glaube bei Forest 1, ich glaube da bin ich eher, glaube ich, so derjenige, der eher so das Lexikon ist. Also besonders auch durch die alten Versionen, weil ich da halt auch sehr viel mitgespielt habe und so. Und ich würde mal sagen, wir speichern mal. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Wir werden mal sehen bei der nächsten Aufnahmesession. Ich werde das erstmal 2 Folgen aufnehmen und werde die dann, ja, morgen rausbringen. So, wir machen jetzt noch ein Feuer. Im Grunde genommen können wir uns eigentlich auch ein kleines Feuer machen. Das ist eigentlich scheißegal in dieser Version. Ja, machen wir einfach mal. Und eine Bank könnten wir uns eigentlich auch schon mal bauen. Wir können ja gleich mal, wir können mal ein bisschen durchblättern, was es hier so gibt, ne? Also ein paar Sachen gibt es, aber allzu viel nicht. Ja. Diese Custom Foundation, die funktioniert hier irgendwie komischerweise nicht. Das habe ich schon ganz häufig festgestellt. Ja, die brauchen wir uns gar nicht machen. Ich wollte Q drücken, geht aber nicht. Ja, man sieht schon, man ist zu sehr an Sons of the Forest mittlerweile gewöhnt. Ja. Ah, stimmt, der hat sich ja immer hinter der Bank hingesetzt, warum auch immer. Da war ja was. Oh, und ich finde es so schön, wie schnell die Aussauer nach oben geht. Nicht so wie bei Sons of the Forest, ja. Das ist echt ein Genuss. Ja, und wenn wir auch Medizin schlucken, ne, er heilt sich sofort, ne, und es dauert halt nicht eine halbe Stunde irgendwie. Nicht so wie heutzutage hier. Das sind halt so Sachen, die noch originale Forest-Spieler noch so kennen, sag ich mal. Also die ganzen Alpha-Kinder, könnte man sagen. Ja. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Ein Lurch, der gerade im Baum hochklettert. Sehr schön. Ich denke mal, dass ich auch wieder ein bisschen Musik mit unterlegen werde. Also jetzt nicht für diesen Part, aber ich denke mal so ab dem zweiten vielleicht. Ah ja, stimmt, genau. Es gibt ja noch das Walkie-Talkie, wenn man das mit Q drückt. Das gibt es noch im Singleplayer-Modus hier. Das haben sie aber natürlich später mit rausgenommen. Oh, gerösteter Vogel, sehr lecker. Ja, die landen gerade alle freiwillig drauf. Bei den Lurch habe ich ja noch nicht raufgepackt. Eigentlich braucht man auch gar kein Drying Rack bauen, weil die Sachen können nämlich noch gar nicht verschimmeln. Ja, das ist wirklich so. Also gut, dann können wir die Firma und ewig in unser Inventar lassen. Da verschimmelt nun mal nichts. Ich gehe mal nochmal speichern. Ja, ich denke mal, die Parts werden vielleicht so 20 Minuten gehen, ne? Muss ich mal gucken. Oh, da schreien sie gerade. Also sie haben gerade geschrien.